Hallihallo, willkommen zurück hier beim Projekt From Zero to Hero. Von Null zur ja, Weltherrschaft, Kartenherrschaft oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, wir sind hier dabei, die ersten Silageballen einzusammeln. Müssen da einer Kleinen Acht geben, dass wir keine normalen Grasballen dazu bekommen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Dann schauen wir mal, wie viele Ballen wir hier drauf bekommen. Das ist selbstverständlich der Mayor, der JCB ist noch unterwegs, der fährt da unten irgendwo. Die Ballenpresse ist hier am Arbeiten, der Wickler. Also es ist volles Programm, könnte man sagen, hier auf dem Feld. Ja, und parallel dazu läuft na klar die eine Erntemission. Das Grubbern ist dabei. Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe ja hier, wie man ja unschwer erkennen kann, ein bisschen weiter arbeiten lassen. Ich müsste wirklich gleich mal gucken, wie weit denn die anderen Fahrzeuge so sind inzwischen. Weil wenn ich sehe, Feld 8 bei 90%, das ist die Mohnernte. Da sind wir also auch schon gut vorangekommen. Ja, da würde ich sagen, sobald hier der Wagen voll ist und wir den wegschicken, können wir da mal kurz nachschauen. Ja, gut, den haben wir nicht bekommen. Ja, berghoch, wenn er so voll beladen ist, merkt man schon. Ja, ich muss vor allem gleich gucken, ja, wobei ich glaube, es geht alles zur BGA, oder war das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin da gerade ein bisschen aus dem Ding. Müssen wir nachgucken. Ist ja kein großes Ding. Ja, der schmeißt da aber auch wirklich drauf hier. Das ist ja nicht mehr. Ich glaube, wir müssen da eh gleich mal abladen und einmal schön neu aufladen, wenn wir stehen, damit das wieder alles schön sich setzen kann. So, bleib mal stehen, Kollege. So, dann einmal. Schön sortiert. Drei Stück mindestens noch. Oh, die 31 ist fertig. Die 31, das war doch das Grubbern, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie steht heute mein Mikro falsch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir mit den Ballen hin müssen. Das ist das erste. Zur Biogasanlage. BGA-Waren abladen. Da gucken wir, haben wir es sogar hier drin. So, Abfahrt. Das heißt, ja, hier sind wir fertig. Robert fällt 31 und kassiert.
Feldelf pflügen. Das machen wir. Aber wir nehmen unseren Flug. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, das so zu machen, weil wir dann immer wieder zurück müssen, um den abzugeben, aber dann ist es halt so. Aber es bringt Geld, es bringt viel Geld, haben wir gesehen, und deswegen macht der das auch. So, hier unser Kollege Wasser, der ackert. Wir müssen da jetzt mal eingreifen, weil wir müssen definitiv jetzt die beiden Dreiergewächshäuser zumindest einmal befüllen. Weil 30 Minuten ist jetzt nicht mehr so wirklich viel. Also machen wir einmal links, einmal rechts was rein und danach kann er wieder alleine weiterfahren. Feld 8, 93%. Ja, das schaffen wir vielleicht. Vielleicht sogar heute noch. Wobei ich mir da nicht wirklich sicher bin. So, wird blockiert und Arbeit beendet. Okay. Ah, jetzt machen wir erstmal hier schnell fertig. Jetzt holen wir noch ein Wasser, das packen wir unten links rein. Und dann schauen wir mal, was da blockiert ist. Also blockierend würde ich wetten, dass es entweder der Mäher oder die Ballenpresse ist. Und Arbeit beendet könnte der Drescher sein. Weil der Drescher steht und wird gerade abgeladen. Ich hätte vielleicht auch Wasser laden sollen. Hä? Ja, komm. Mach du mal weiter. So. Was ist mit dir hier? Da ist doch gar nichts. Ach ne, der ist fertig. Guck mal an. Noch besser. Können wir den hier irgendwo an den Rand stellen, wo er nicht stört? So, gut, dann haben wir die Probleme gelöst. Dann machen wir noch mal hier weiter. Ja, mal gucken, ob es jetzt. Ja. Der ist angekommen bei seinem Feld, der Pflug. Dann werden wir den auch gleich losschicken.
Wichtig ist jetzt, die Gewächshäuser haben erstmal wieder 12 Stunden Arbeit. So. Dann bekommst du hier Arbeit. Wir machen 3 Vorgewände. Wir fangen auf den Bahnen an. Wie üblich beim Pflügen. Und los geht's. So, du bist auf dem Weg zur BGA. Brauchst noch 3 Minuten. Das heißt, da gucken wir gleich noch mal rein. So, komm. Dann machen wir mal hier noch schnell den Abfahrer. Ich hoffe mal, dass wir alles, was wir hier vom Feld runter bekommen, hier noch in unseren schicken Aperion reinbekommen. Der geht jetzt definitiv auf die letzte Bahn hier. Das heißt, wir machen ihn jetzt einmal leer und warten dann am Ende. Machen wir dir hier ein Bäckerei Waren abladen. Du musst ja dann nicht mehr wieder zurückfahren. Das reicht ja, wenn er das Zeug dort abkippt und fertig ist die Maus. So, guck mal. Der Drescher ist ja eigentlich leer. Das heißt, wir können gucken, dass wir ans Ende der Bahn hier kommen. Ja, das heißt, wir können gleich nochmal Geld gutschreiben. Heißt wieder der nächste Schritt in Richtung unserer BGA. Oh, jetzt ist Regen angekündigt. Das heißt, wir werden erstmal keine Erntemission annehmen. Weil das wäre Blödsinn. So, hier warten wir. Der hat seine Arbeit aufgenommen hier. So, der hat noch ein paar zu wickeln hier, glaube ich. Ach ja, guck mal, hier die nächste Lieferung. Das sind 336.000 Liter. Perfekt. Das waren 61%. Das heißt, der nächste Wagen, den wir hier hochbringen, der ist dann schon Abschluss der Mission. Tja, so schnell geht das. So, guck mal. Der ist fertig. Hat alles reingepasst. Okay. Irgendwie. Jetzt passt das. So. Genau, dann fahr du mal zur Bäckerei. Ich hatte gehofft, dass der mit dem Wickeln fertig ist, bis wir wieder hier ankommen. Also wir werden verdammt viel Silage hier wieder übrig haben. Das ist jetzt schon mal klar. So, du brauchst 3 Minuten zum Abgeben. Perfekt.
Das kriegen wir alles noch rein in die Folge. Wir könnten, ja. Wir können ja mal ein bisschen selbst wickeln. Na komm. Es dauert halt verdammt lange, dieses Wickeln hier. Werden wir auch, glaube ich, nicht sehr lange machen. Das übergeben wir gleich wieder an unseren lieben Helfer. Weil wichtiger für mich ist ja, dass der Mohn abgegeben wird, dass wir da noch zu Geld kommen gleich. So, na komm. So. Jetzt darfst du hier weitermachen. Und wir gucken. War das nicht hier sogar schon die Bäckerei? Ja, gucke mal. Dann geben wir doch hier den Mohn schnell ab. Komm, Tor, ich geh auf. Das heißt, wir werden da wieder, ja, 20.000 allein vom Mohn bekommen. Hoffe ich mal. Plus eben die Mission. So. Und jetzt kommt Geld rein. Es waren 53.000 für den Mond. Okay. So, aber wir können hier Ernte abschließen. So, 524. Es wird immer mehr. Tja, da würde ich sagen, das war's erst einmal wieder für den Moment. Wir schauen, ne, nicht wir schauen, wir sehen uns morgen wieder. Schaut gerne wieder rein, ich würde mich freuen und sage damit Tschüss, ciao und bis dahin.